Einer Studie zufolge reden wir Menschen durchschnittlich 16.000 Worte am Tag. Manche braucht es, andere benutzen wir und reden um den heißen Brei oder über alles, nur nicht immer miteinander. Wir reden aneinander vorbei oder nicht über die wesentlichen und richtigen Themen. Anders ist es für mich nicht zu erklären, dass so viele Konflikte entstehen. Wir reden gerne hinter dem Rücken anderer, anstatt sie direkt anzusprechen. Da kommt eine Mail oder ein Brief und es gibt eine Aussage, die mich beschäftigt, vielleicht sogar nervt oder aufregt. Ich mache mir Gedanken und interpretiere Dinge hinein, es schaukelt sich in mir hoch und schließlich glaube ich genau zu wissen, der oder die andere hat definitiv Unrecht. Wenn ich aber dann zum Telefon greife, die Distanz überwinde und beim anderen anrufe, dann stellt sich im Gespräch meist heraus, so war das gar nicht gemeint. Oder es gibt total gute Gründe, warum der oder die andere so gehandelt hat. Jesus kann uns hier ein Beispiel sein. Er hat versucht, Dinge direkt anzusprechen. Das kommt zum Beispiel bei den Gesprächen mit den Pharisäern ganz stark zum Ausdruck. Es ging ihnen dabei immer um die Sache oder um die Person, nicht gegen die Menschen, sondern für ein besseres Miteinander. Jetzt in der Fastenzeit habe ich mir vorgenommen, mehr miteinander zu reden. Wenn ich merke, es nervt was, dann will ich einmal mehr hier zum Telefon greifen und anrufen. Lasst uns mehr miteinander reden. Meistens macht das nämlich sogar Spaß.